Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space 1. Ihr fragt euch jetzt ein bisschen, warum Dead Space 1 nach 3 kommt. Es hat sich halt angeboten, dass Jan mit mir gerade Dead Space 3 aufnimmt und das wollte ich jetzt auch nicht nach hinten verschieben. Und wir werden auf einfach spielen. Ja. Habe ich jetzt gerade so spontan entschlossen. Beschlossen meine ich natürlich. Und ich habe jetzt schon Schiss, ehrlich gesagt. Dead Space 3 im Koop. Okay, recht easy. Auch schon ein paar Schreckmomente drin, aber jetzt eins alleine, das ist ein bisschen... Naja, wir werden das schon schaffen. Hoffe ich mal. Electronic Arts präsentiert eine EA Redwood Shores Production. Dead Space. Ja, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Zur Information, ich habe das Spiel bereits durchgespielt. Ich habe alle Teile von Dead Space schon durchgespielt. Alle schon mindestens zweimal. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. Du ein kleines Ding. Jo. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold. Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Holy shit! Sir, die Undock-Brücke. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben die Hülle! Fahren Sie die Schilde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Das Feld ist zu stark! Soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Danke sehr. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los.
Yeah. Guckt euch mal die creeping Augen von denen an. Das ist irgendwie... spooky. Naja. Ja. So, das sind wir. Isaac Clarke. Aufgabe hinzugefügt. Oh Mann, ey. Oh. Boah. Das ist der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe. Haben wir hier noch was? Haben wir nicht. Da auch nicht. Gut. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Und ist heute, 62 Jahre später, das dienstälteste Schiff seiner Klasse. Sie hält den Rekord für die meisten Planetenausschlachtungen. 34 bis heute. Und mit 14 Trillionen Kilotonnen abgebauten Rohstoffen auch den Produktivitätsrekord. Oh, Trillionen sind schon ein paar. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Jetzt kommt's. Hacken. Hacken mit E. Hallo, mach die Tür auf. Ich will die Dinger kaputt machen. Aber geht leider noch nicht. Brauchen wir, glaube ich, erst eine Waffe für. Hallo, Miss Daniels. Sieht aus, als wären Sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Halten Sie die verdammte Energie um! Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac, wir bringen das Computerdisplay online. Mach ich. Ja, genau. Wir müssen genau hier hin. Das weiß ich doch. Geh weiter. Ach so, ja gut. So, Schadensbericht. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Ah, jetzt geht's los. Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das ge... Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Jetzt müssen wir rennen. Au. Holy shit. Wieso? Piss ich. Renn, Isaac. Verschwinde das Learning. Ich renn doch. Boah, und jetzt bloß nicht nach hinten gucken. Wow. Heilige Scheiße. Alter, hab ich mich erschrocken. Fängt ja schon gut an hier. Diese Musik macht mich kirre, ey. Das hätten wir wohl erstmal geschafft. Ach, nee. Ja, ich würde jetzt auch am liebsten heulen. Doch jetzt bekommen wir erstmal den Plasma-Kratzer. Ja, ich weiß. So. Der Tipp, Cut of the Limbs, ist gut. Ja, den muss man immer einhalten. Und ich muss mal eben die Mausempfindlichkeit hier ein bisschen hochdrehen. Bei Steuerung wahrscheinlich. So. Vielleicht reicht das. Irgendwie ist sie
Steuerung hier komisch mit dem Ding, aber naja. Na, dem geht's noch nicht so gut. Oh, erstmal hier die ganze Munition und Credits und Medipacks aufsammeln. Ich muss mich erstmal umgewöhnen, weil in Dead Space 3 gibt's ja keine Credits mehr. Zack. Wow. Was mal aussieht. Die Credits fliegen einfach mal irgendwo hinter die Wand. Zack. Okay, jetzt merkt man schon die Grafik. Den Grafikunterschied schon so ein bisschen zu 3. Aber gut, ist natürlich verständlich. Ach, Herr Wortmann. Und natürlich nehme ich hier auch mit 1080p auf. Full HD. Ja. Nimm auf hier. So. Oh mein Gott. Jetzt habe ich mich total erschrocken. Und ich denke mal... Na, und ja, ich denke mal... Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von dem... Zurück! Zurück! Ja. Jetzt wissen wir schon mal, wo die sich da rumtreiben, die Viecher. Ach, immer her mit dem Geld. Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie... Oh, die ist aber auch am Rumheulen, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Ich will Nicole gar nicht finden. Ach, jetzt hör mal auf mit deinen Scheiß-Tipps hier. Mir auf den Sack. Ja, Plasma Energy, das ist immer gut. Und noch Medipack. Irgendjemand da? Ah ja, ein Schatten. Warte mal. Jetzt habe ich wieder... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie man stampft. Ey, das gibt's doch gar nicht. Hä? Warte mal, auf B ist lokalisieren und auf STRG auch. Okay. Ach, Leertaste jetzt. Oh. So. Das ist richtig unauffällig, dass der jetzt gleich aufsteht. Mittlerweile weiß man, wo man so hinschießen muss. Damit die Viecher auch richtig schnell down gehen. Noch ein Audio-Log. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Ja, das war der Tipp, der auch gerade auf der Wand stand. Mit Cut of the Limbs. Und den werden wir auf jeden Fall immer befolgen. Monorail-Tunnel. Fail, eigentlich sollte der runterfallen. Aber... Huh? Achso. Aber, naja. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Zielen Sie auf die Gliedmaßen, zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Wenn Sie diesen Gliedmaßen abtrennen, sparen Sie Munition und
laufen wir mal die Tipps durch, weil die gehen mir ziemlich auf den Sack gerade. Noch mehr Geld. Und ein riesiger Monorail-Tunnel. Und ein riesiges Monster. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Das ist so geil. Ja. Aber es war auch laut, ey, diese Tür. Mein Gott. Jetzt haben wir da ein Stase-Pack. Und, oh mein Gott. Hier habe ich das erste Mal so Panik gekriegt, denn jetzt. Ja? Hallo? Licht bitte. Aber man weiß ja natürlich nicht, dass hier nichts kommt. Eigentlich müsste hier